Zum Sport jetzt. Das vergangene Wochenende haben viele am und im Kühlen nass verbracht. Im wahrsten Sinne des Wortes heiß hergegangen ist es beim Wasserballfinale in der Auster in Graz-Eckenberg. Das Duell der WBV-Herren gegen Salzburg ist allerdings vor Spielende abgebrochen worden. Während sich die einen draußen im Freibad vergnügen, kämpfen die anderen in der Auster in Eckenberg um jedes Tor. Die Grazer können zum ersten Mal seit 2002 den Titel holen. Doch das erste Finalspiel endet beim Stand von 10:8 für Salzburg. Schon kurz nach der Pause, nach diesem Rempler von Markus Renger am Unparteiischen. Erstens, man müsste sich besser im Griff haben und zweitens, ja, man hat sich nicht im Griff. Die Grazer mit den weißen Kappen sind am hitzigen Samstagnachmittag keinesfalls chancenlos. Das erste Viertel endet mit 4:5 aus Sicht der Steirer. Aber beim Stand von 6:4 für die Gäste werden auf Seiten der Grazer gleich beide slowenischen Legionäre ausgeschlossen. Wir waren alle top motiviert, wirklich alle darauf vorbereitet und nur wegen solchen Kleinigkeiten kann so ein wunderschönes Spiel auch ruiniert werden. Die WBV-Wasserballer bleiben dennoch dran. Hier der Ausgleich zum 7:7. Müssen wenig später einen dritten Spieler vorgeben. Salzburg führt zur Pause mit 9:7. Der Rest ist bekannt. Nach insgesamt 4 Ausschlüssen und dem Rempler bricht Schiedsrichter Korolev die Partie ab. Salzburg führt nun in der Best-of-3-Finalserie mit 1:0. Das schaut man sich ein paar Mal an, aber wenn dann der vierte Spieler mit 3 Ausschlüssen aus nichtigsten Gründen ausgeschlossen wird, dann ist es an der Zeit, irgendwie das Spiel abzubrechen. Das wäre besser gewesen, zurückzusehen und sagen, so werden wir nicht Meister, als in dieser Art und Weise die Nerven zu verlieren. Und dafür entschuldige ich mich. Die Entschuldigung hat zumindest der Verband angenommen, denn die Meisterschaft wird nicht am grünen Tisch entschieden. Aber Salzburg hat mit 2 Heimspielen in Folge die besseren Chancen auf den Titelgewinn.